Aber irgendwelche Leute, die halt im Internet ein bisschen Quatsch machen, maßen sich an, hier irgendwas, irgendeine Meinung und Strategien rauszuhauen. Das ist super, super, super seltsam. Ich frage mich eh, von wo... Ab wann fing das an, dass irgendwelche Leute im Internet einfach angefangen haben zu irgendwelchen wirklich, naja, großen Themen eine Meinung zu haben und es zum Teil meinen, besser zu wissen? Das ist super seltsam. Ich meine, in der Corona-Saison haben wir es ja alle mitbekommen. In der Corona-Saison auch noch, na klar. Ja, ne, durch Corona. Aber eigentlich haben wir es streng genommen schon davor mitbekommen. Ja, wir haben es immer so wegignoriert, weil es für uns nicht so wichtig war. Nämlich jede Fußball-WM. Da war jeder Bundestrainer. Aber das haben wir nicht so aufgenommen. Weil wir dachten, ja, ist halt Fußball. Und dann wurde auf einmal jeder Virologe. Und da haben wir gemerkt, oh Scheiße. Wo bin ich hier gelandet? Auf einmal wurden die besten Freunde oder engsten Familienmitgliedern zu sehr, sehr seltsamen Schwurblern. Oder Leuten, die einfach es meinen, besser zu wissen als echte Virologen. Naja, und jetzt ist halt jeder General. Das ist wirklich, also wie gesagt, wann hat es angefangen, dass jeder meint, es besser zu wissen als tatsächliche Experten? Im Internet hat es einfach damit angefangen mit YouTube-Streams oder allgemein Streams. Das Problem an YouTube, an Streams, oh, P1. Das Problem bei Streams ist, eine Person, die ganze Zeit irgendwelche Schminktipps macht, oder eine Person, die ganze Zeit irgendwie Auto fährt, oder eine Person, die ganze Zeit nur Sportvlogs macht. Diese drei Gruppen kriegen dieselben Fragen im Chat mit. Halt aktuelles Thema, was hältst du vom Ukraine-Konflikt? Und die allermeisten sagen halt irgendwas dazu. Aber die wenigsten sagen, da halte ich mich raus, ich bin ja kein Experte. Was soll ich dazu sagen? Kriege Scheiße. Aber es gibt halt super viele Leute, die halt sagen mit, ja, also... Das ist ja schon sehr wahrscheinlich, dass wenn der Russe erstmal die Ukraine hat, dass es dann weitergeht auf die und das und dann ist es so und so. What the fuck? Wenn du dir zutraust, so ein unfassbares, krasses Wissen zu haben, mit was könnte passieren? Wieso bist du nicht in der Politik in diesem Bereich tätig? Das sind so Sachen so. Ist das hier alles echt oder ist das einfach nur eine sehr verrückte Simulation, in der wir leben? Weil die Welt ist schon mittlerweile echt, echt weird geworden. Um übrigens in der Runde mal einen Punkt zu dem Thema zu bekommen. Das Verrückteste ist eh, wie schnell man sich daran gewöhnt. Oder wie schnell normale Extremsituationen werden. Das aktuelle Beispiel, was ich mittlerweile jeden Tag höre, ist halt, naja, Ukraine-Berichte. Wo es dann im Fernsehen heißt mit, bei einem Raketenangriff sind 6 Leute ums Leben gekommen. 16 weitere schwer verletzt.
Und hier das Wetter. Shit. Und das, und wo ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, dachte ich so, krass. Das scheint, ist das jetzt normal geworden? Die erzählen Nachrichten über den Krieg so, als es, keine Ahnung, als sie einfach sagen würden, im Baum ist eine Katze. Die wurde von Feuerwehrmännern gerettet. Und hier ist das Wetter. Sind wieder 16 Leute bei einem Bombardement auf dem Wohnblock gestorben. So, am Wochenende wird es sonnig. Bis zu 16 Grad in der Nordhälfte. Das ist wirklich. Das sind so Momente, wo ich mir wirklich denke, so, das ist doch einfach alles nicht echt. Es ist doch einfach nur alles so ein sehr, 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 sehr schlechter englischer Witz. Okay, jetzt habe ich doch die Runde knapp überzogen mit dem Thema, aber jetzt ist wirklich Feierabend damit. Man sollte wirklich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Deshalb rede ich weiter von Formel 1. Wie zum Beispiel, dass es halt unter diesen, leider diesen Umständen gekommen ist, dass halt Haas ihr Russen-Design wegbekommen hat, indem sie die Partnerschaft zu Uralkali gekündigt haben und somit auch Nikita Mazepin aus dem Team geheatet haben. Mazepin hat übrigens sogar auf Social Media gesagt mit, hey, ich wollte unbedingt weiterbleiben, ich hätte alles gemacht und ich habe mich wirklich bemüht, da zu bleiben, aber ich bin da auf geschlossene Türen gestoßen. Hat mir keiner zugehört, alle wollten mich weghaben. Und ich bedenke, ja, natürlich. Du bist leider nicht der Beste, du bist halt ein guter Fahrer, aber auf dem Niveau leider nicht so gut. Da gibt es andere mit auch viel Geld und vielleicht ein bisschen mehr Talent. Der Reservefahrer oder Ersatzfahrer Pedro Fittipaldi ist, naja, vom Fahrkönnen hätte ich gesagt, der sympathischere Nikita Mazepin. Auch nicht besonders begabt. Aber halt Geld. Heißt der Pedro? Heißt er gleichnamig wie sein Vater? Zum Beispiel wie Carlos Sainz? Senior und Junior? Der BMW kam, by the way, gerade auf der Gerade nicht an uns ran. Oh mein Gott, Ausgangs der Kurve. Und wir haben zwei Schaden vorne, ich hasse mich selbst. Ach, jeder Mensch beschleunigt, die KI denkt sich, ja nee, ich hau den Anker. Wir sind da eh schon das langsamste Kfz. Alter Vater, fast in die Fahrertür gefahren. Und hinter uns kommen die GT3s. Wird ja hier richtig zur Schlussphase nochmal richtig spannend. Platz lassen. Ah ne, er hat nachgelassen. Okay, kurz mal die Reifen checken. Und 30 Motorschaden. Oh, Potenzial ist eine 1,52,364. Oh no. Haben wir einmal ein bisschen die Lücke wieder geschlossen, weil ich glaube, ich habe mir da doch ein paar Sekunden da rausgenommen. Da sticht man nicht rein. Oh nein. Das war unglücklich. Aber gut, zwei Schaden vorne, wir sind das langsamste Auto, das noch langsamstere Auto. Da dürfte jetzt, oh Gott, was? Ich hatte gerade einen Schlaganfall, warum haben wir wieder rechts gelenkt? Ach du Scheiße, Speedy Gonzales kommt. Gas, warum ist er so langsam? Ja. Haben wir noch mehr Schaden vorne? Nee, aber 32 Motorschaden. Nicht nur 30.
Aber ich muss sagen, langsam tut meine Ferse weh. Bin in letzter Zeit zu viel am Lenkrad gewesen. Ich habe auch tatsächlich gerade durch WRC 10, diesen Jubiläumsmodus, so viel Bock, die Dinger da durchzuknallen. Weil so moderner es wird, weil da man also zum Teil oder überwiegend klappert man ja die WRC von ihren ersten Jahren bis zu ihren aktuellsten Jahren halbwegs chronologisch ab. Und so moderner es wird, desto schneller und gripreicher wird es. Eine nice Linie, Audi. Ich kann eine andere, coole. Wir können uns Tipps geben untereinander. Ja, aber wie gesagt, so moderner es wird, desto trauriger ist es, aber desto mehr Spaß macht es. Hinter uns hier Renault GT3s. Die gibt's doch nicht in echt, oder? Also es gibt dieses Modell als Markenpokal, sage ich mal, aber als GT3-Verschnitt glaube ich nicht, oder? Das ist glaube ich nur so ein In-Game Exclusive, um einfach mehr Variation in der GT3 zu haben. In der GT3-Kategorie. Kies. Oh, Kies. Komplett am Bremsen. Wo sind eigentlich hier die Bobos? Wo sind denn unsere Wichners? Aus dem Motorraum Wölkchen raus. Das ist eigentlich ein Anzeichen für meinen Motorplatz gleich. Wir müssen immer so puff und puff, puff kommen, aber tut es nicht. Oh, drei Zehntel. Zwei Zehntel von der Hotlap-Zeit weg. Das schlagen wir. Schnorri on. Wie die Regensburger sagen würde. Oder nicht Schnorri on? Schnorri on. Schnorri on. Jetzt sind wir hoi hier, jetzt, oh Gott, nee, ich lasse es mit dem regensburgerischen Akzent. Sonst spreche ich wie die Briten, einfach entweder mit komplett offenem Mund oder mit komplett geschlossenem Mund. Statt a bottle of water, a bottle of water. Richtig schlimm. Aber insgeheim war es nur... Ich weiß nicht, ein TikTok, ein Instagram-Trend, I don't know. Ist ja eh dasselbe. Heutzutage lädt man ja ein Video auf 30 Plattformen hoch. Ist ja das Einfachste auf der Welt und hätte ich nicht anders gemacht. Übrigens, das ist auch der Grund, warum ich nix auf Instagram like, außer wenn wirklich was von einem offiziellen Account gepostet wird. Weil man, ich sehe zumindest auf Instagram so oft Videos, sie ein Video beim Hin- und Her-Scrollen immer wieder, aber es ist halt immer wieder ein anderer Kanal, aber exakt das gleiche Video.
zum Teil auch mit der gleichen Video hier, wie nennt man das? Mit dem Videotitel. Mit dem gleichen Videotitel. Oh, das war schon, weil sie GT30 überrundet haben. Oh, wow. Ich hab's wieder vercheckt, genau wie in Österreich. Ah, wir sind Erster. Hey. Potenzial ist eine 1,52,3. Nee. Das können wir besser. Das können wir besser. Der sieht ja fast heile aus. Also, so sieht ein Rallye-Auto aus nach einer Rallye Schweden. Das ist eigentlich noch zu gut. Aber hey, wir sind Erster. Unser erster Sieg. Na, TCR. Man dreht sich nicht mit TCR-Autos. Aua. Okay, komm, das will ich doch noch hinkriegen. Okay, wenn's gleich bergauf geht, fahre ich geradeaus durch die Schikane. Und dann wird hier nochmal eine richtig aus Leben gejietet. Außenweg! Ich habe eine Mission. Ich fange den Helikopter da oben. Yes! Perfektion. Ja, sieht gut aus. Den Helikopter fangen wir nächstes Mal. Ja, dann fahren wir doch mal rein, während alle noch eine extra Runde fahren. Hello. Ja, P1 und das Auto ist P1 auf dem Schrottplatz. Erquickend. Wir haben uns zwischen den GT4s gemogelt. Aber aus irgendeinem Grund war der BMW so nach dem ersten Drittel ganz schön lahm. Also ganz schön lahm für BMW-Verhältnisse. Für andere Teams immer noch super, super Sonic Racing Speed. Aber egal, weiter geht's. Wir sind Vierter. Aber was sagt denn der Fahrerbums-Titel? Ja, nee, das... Achso, nee, wir müssen noch einmal weiter drücken für Overall. Wir sind Zweiter. Unser Teammate ist Dritter. Was hat denn... Der ist ja super wild. Oh, wir können den ersten tatsächlich noch kriegen. Gut. Konstrukteurstitel wird nix. Wir sind Vierter. 89 zu 129 Punkte. Ja... Obwohl, ich muss erstmal gucken, was ist die nächste Strecke? Ach du Scheiße. Von daher, Leute, wir haben gewonnen. Zum ersten Mal. Und wir können tatsächlich den Bums hier noch für uns entscheiden. Das sollte, glaube ich, hinhauen. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und ich bin immer raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.